Ich glaube, für das Video muss ich mal ein bisschen meditieren und ich glaube, ich brauche ein Bier, weil, hey, Train Sim World 3 ist draußen und ich habe super gute Laune. Ja, natürlich nicht. Wow, also ich habe mich über Train Sim World 3 schon ja ein bisschen ausgelassen und einerseits im letzten Video, auch schon in den Vorhof etc. Es ist halt eigentlich Train Scam World 3. Das gleiche Spiel nochmal verkauft mit anderen Namen und ein paar kleinen Verbesserungen, wo es unbedingt eine neue Version braucht. Ich versuche in dem Video nicht allzu sehr zu ranten über Train Sim World 3, aber ich reg mich trotzdem auf, weil das hätte eigentlich ein Update sein können und nicht ein Vollpreistitel, wo man das gleiche Spiel halt nochmal kauft. Gut, habe ich mal meinen Anfangsrant mal fertig. Ja, herzlich willkommen zu Train Sim World 3. Ich will es euch mal kurz präsentieren. Es gibt ja schon einige Videos auf YouTube und ich will auf das Positive sowie auch auf das Negative eingehen, wie zum Beispiel, dass man dafür zahlen muss. Fangen wir mal erstmal mit dem Positiven an, wenn man so will. Das neue Feature von Train Sim World 3, das ist dieses neue Menü. Und das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht, dass wir hier ein überhauptes Menü haben. Denn einerseits haben wir hier Direct Access zu den Zügen. Wir haben hier das Trainingszentrum, wo die ganzen Tutorials dann reingehen sollten, wo man dann die Fahrzeuge kennenlernt auf der neuen Strecke. Strecke in Anführungszeichen. Für mich ist es Karstrecke, es ist einfach ein kleiner Rundkurs und da kann man halt seine Tutorials machen. Kann jeder selber bewerten, ob er das als Strecke wertet oder nicht. Dufftail Games ist, also für DTG ist es eine Strecke. Da haben wir hier natürlich Quick Access zum Creators Club und den Store, wo man halt direkt seine Add-ons kaufen kann und hier natürlich die Einstellung sowie natürlich Access zum eigenen Profil und Dufftail Games Live, wo man nochmal in den Creators Club kommt, wo man die Meisterschaften ansehen kann. Die aktuellen News zu Train Sim World 3. Könnt ihr euch das mal angucken? Was ihr seht, gehen wir zum Beispiel mal Game Update Train Sim World 3, 6. September. Könnt ihr euch den Artikel angucken, wo die Formatierung schon mal sehr gut funktioniert. Das ist schon mal Bug Nummer 1. Cool. Aber ja, da seht ihr die News ansonsten halt über Steam. Ich nutze es halt überhaupt gar nicht. Ansonsten halt natürlich die Meisterschaften, wo ihr halt Aufgaben erfüllen müsst. Und dann kriegt ihr halt diese Decals je nach Route. Sind aber auch nur dann interessant, wenn ihr halt den Livery Designer nutzt. Und dann könnt ihr dann den Zug mit euren Stickern zupflastern. Okay. Aber was ganz cool ist, hier mit den zu den Zügen haben wir hier einerseits die Zughalle. Und da können wir hier auswählen, okay, will ich einen Fahrplan fahren, will ich Szenario fahren oder ein Trainingsmodul machen. Zum Beispiel Fahrplan. Und dann kriege ich hier die ganzen Loks, die man halt drauf hat. Und dann kann man die Lok anklicken. Und dann kann man sich hier das Livery auswählen, wenn man denn verschiedene drauf hat. Das finde ich ganz cool. Schade, dass er die Vorschau nicht passt zu dem Livery, was man halt eingestellt hat. Und dann die Strecken. Und dann kriegt man halt hier die Fahrpläne und kann sich das dann aussuchen und fahren. Das ist ziemlich cool gemacht. Spart man ein bisschen Zeit, weil vorher hat man ja die Strecke an sich ausgewählt und musste dann so ins Szenario reingehen. Also, dass man jetzt hier so die Übersicht hat, gleich auch bei Szenarien, finde ich eigentlich ganz cool, weil dann kannst du gleich noch der Lok sortieren, mit der du eigentlich fahren willst, streckenunabhängig. Es gibt aber auch noch die alte Übersicht, eben hier, Strecke auswählen. Da könnt ihr euch die Strecke aussuchen, mit der ihr fahren wollt. Nehmen wir mal zum Beispiel die Isle of Wight. Und dann kommt wieder das gleiche Menü: Fahrplan, Szenarien, Trainingsmodule, Szenarien. Und jetzt seht ihr das aus und los geht's. So. Mit Train 10 World 3 gibt es zwei neue Strecken. Einerseits hat man hier Southeastern High Speed. Das ist aber für mich keine neue Strecke, denn die wurde nur erweitert. Das ist die gleiche Strecke wie vorher, hat aber die neuen Features von Train Sim World 3. Also die neuen Wettereffekte und Lichteffekte etc. sind damit dabei. Dann die Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg, die ist wirklich neu, gab es vorher nicht. Ist auch eine der längsten Strecken. Und dann gibt es hier noch den Cayenne Pass, ebenfalls recht lang. Und könnt ihr da mit den neuen Features fahren von Train Sim World 3. Alle anderen Strecken sind mit dabei. Aber die haben nicht die neuen Features von Train Sim World 2. Das ist eigentlich ein 1 zu 1 Import und der ist auch noch ein bisschen lieblos. Warum ist er lieblos? Also eben einerseits man hat die neuen Features nicht dabei und die alten Strecken sind nicht
auf das Trainingscenter optimiert. Das Trainingscenter soll ja eigentlich das Ding sein, wo man hier seine Grundlagen hier drin hat, dann hat man hier das Training zu den einzelnen Logs hier drin und das sollte eigentlich im Trainingscenter sein, auf der neuen Map. Es trifft aber nur auf die neuen Sachen zu. Alle anderen, zum Beispiel, was nehmen wir denn hier? Class, was nehmen wir denn? Mal, nehmen wir den Talenter. Jetzt hier auf die Einführung gehe, dann seht ihr, das ist das Originalding und da geht es dann wieder auf die Strecke vom Nahverkehr Dresden. Also genauso wie bei TrainSimulator 2. Nix mit Trainingscenter. Das ist nur bei den neuen Fahrzeugen und neuen Strecken so, was da dazukommen ist. Also zum Beispiel hier. Ah ja, das ist zum Beispiel auf der Schnellfahrstrecke. Eine ganz neue hier. ABR 401. Das wäre es im Trainingscenter. Wenn ihr das Trainingscenter ladet, ne, hier kommen wir ja zu Fuß auf Kunden. Ich sage jetzt mal, spiel mal jetzt. Dann sind eigentlich all die neuen Fahrzeuge von den, unter Anführungszeichen, neuen Strecken auf der Karte, aber von den ganzen anderen Strecken ist es nicht da. Ist jetzt, ist das Trainingscenter. Warte mal mit, bis er nachgeladen hat. Schön aufgelöst. Ich glaube, ich habe das gerade gesehen. Dann haben wir jetzt eigentlich hier nur die aktuellen Sachen. Aber zum Beispiel die ganzen englischen Sachen, die ich noch mit dabei habe, sind da nicht da. Gut, das sind mir die Class 66, aber Class 52, Class 8 etc. sind ja nicht mit dabei. Und ich glaube, das wird doch nicht kommen. Denn meine Vermutung wird sein, dass es dann gleich ablaufen wird bei TS Classic. Da gab es ja auch hier das Trainingscenter. Das haben sie dann am Anfang kurz genutzt und dann ging es irgendwie in Vergessenheit. Und das wurde dann auch nicht aktualisiert für die neuen Logs. Naja. Aber auf das Trainingscenter will ich dann später nochmal im Detail reingehen, denn da gibt es auch ein paar Bugs, die ich euch zeigen will, was das Trainingscenter betrifft, aber das machen wir nicht jetzt. Wir gehen jetzt mal wieder retour. Als Testfahrt dachte ich, fahren wir mal mit dem ICE, der ja hier so präsent gezeigt wird. Und ich wollte eigentlich das Szenario machen, wo man mit dem Triebkopf alleine rumfahrt. Da ist man aber recht langsam unterwegs, aber dabei ist mal ein Bug aufgefallen, den ich euch gerne mal zeigen will. Das wäre hier. Szenarien. Glaube ich, war es. Einsame Strecke, ja, genau. Wir laden das mal ganz kurz und dann müsste man eigentlich den Triebkopf nach Köln, glaube ich, bringen. Grundsätzlich ein schönes Szenario. Aber hat einen ganz interessanten Bug, den man gleich am Anfang sieht. Oder besser gesagt, hört. Das ist ein akustischer Bug. Also hier wären wir drin. Das war der neue Triebkopf. Ich meine, von der Grafik her sieht schön aus. Hat auch vorher schön ausgeschaut, aber es ist jetzt kein Weltenunterschied zu TrainSimulator 2. Aber jetzt passt mal auf. Hier hinten ist er ja offen. Jetzt müssen wir gucken, was passiert, wenn ich da hinlaufe. Out. Leise. Out. Leise. Out. Leise. Haben sie mal gut abgemischt. Das werde ich mal für mich als Bug, dass wenn ich dann hier in der Nähe stehe, also hier so laut wird und ansonsten hier weiter weg wieder nicht den Sound hat. Also nee. Ja, das ist übrigens der neue ICE. Ebenfalls bei der Strecke mit dabei. Ich habe die echte Werbung mit an. Ich gehe mal davon aus, das ist echte Werbung. Fahren Sie in Urlaub, reisen Sie so oft, wie Sie möchten, mit dem Quer durchs Land Ticket. Oder 9-Euro-Ticket. Soll übrigens jetzt ein Nachfolger kommen und da fährt er auch schon weg. Ich glaube, ich habe gerade den nächsten Bug gefunden. Seht ihr das? Flackern? Kein Flackern. Flackern? Kein Flackern. Aber ja. Wir werden aber trotzdem auf der Schnellfahrstrecke fahren mit einem anderen Szenario mit Schnee und es ist Winter. Und währenddessen werde ich euch noch ein paar Details zu TrainSimulator 3 zeigen. Und wenn wir die Strecke gefahren sind, werden wir uns mal das Trainingscenter genauer ansehen. Die alten Strecken schauen wir uns in dem Video nicht an, weil die sind halt 1 zu 1. Da gibt es nichts Neues. Das Einzige ist, dynamisches Wetter ist halt bei dem mit dabei, aber die restlichen Effekte haben wir halt nicht. Also ich würde sagen, hier gibt es mal kurz einen Schnitt.
Und dann sehen wir uns gleich wieder im ICE. So, und dann hätte ich jetzt meinen Fahrplan geladen, und zwar von Kassel-Wilhelmshöhe nach Fulda. Und ich habe das dynamische Wetter an mit Setting Schneesturm. Okay, Türen entriegeln. Gehen wir davon aus, rechte Seite, oder? Ja. Dazu müssen wir dich erstmal anmachen. Hier, richtig so einer bitte mal rein. So. Also deine Türen aufgegangen. So, AFB hätte ich gerne an. LZB machen wir mit an und PZB machen wir auch gerade mit an. Bremsbücher können wir mal anmachen. Und Spitzensignal hier auf. Ah, sehr gut. So. Cool. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Na gut, ich kann mal die AFB schon mal voreinstellen. Eigentlich gebe ich ja gerade das Maximale, wenn wir dann eh recht schnell im LZB-Bereich sind. Okay, so, ja, grafisch sieht es hier soweit interessant aus, aber es gibt ein paar Sachen in einem Noetta-Effekt, die man halt überhaupt nicht so gut kann und ich das einfach nicht sauber finde. Es ist halt schön, dass hier der Schnee hier ein bisschen drauf liegt. Das hat einen netten Effekt jetzt. Das ist okay. Ich dachte, das ist hier nur so eine ganz, ganz einfache Layer. Man sieht es hier so ein bisschen, der da drauf ist. Ansonsten ist es nicht mehr. Aber es ist schön, dass die Schienen da so ein bisschen, ja, eingedeckt sind. Es wäre halt irgendwie cool gewesen, wenn sie sich da schon die Mühe machen, dass es ein bisschen ungleichmäßiger ist. Weil das schaut jetzt hier alles überall halt gleich aus. Wir müssen mal die Kamera mal hingucken. Ist einfach komplett wiederholen, davon die Textur her. Das ist einfach nicht mit Liebe gemacht. So, Türen verriegeln. Und Abfahrt. Schon ein paar interessante Nebulis für den IC1. Einerseits Klimaschützer-Variante habe ich schon gesehen, dann 25 Jahre ICE mit SPB-Decals drauf, dann nochmal 30 Jahre ICE, dann in französischer SNCF, fiktiver Lackierung. Die M-Check-Variante habe ich auch schon gesehen, was einmal in den USA gewesen ist. Und jetzt fängt hier dieser Schleiereffekt da an. Ja, ist schon ziemlich Geschmackssache. Und der glitscht manchmal noch gerne. Aber was ganz cool ist, das hier. Ja, machst du es jetzt nochmal? Ah, schade, das ist jetzt hier oben die Pumpe geflogen. Das sah eigentlich noch ganz cool aus. Okay, gehen wir mal hier rein. Ich wundere es, dass man jetzt die PCB nicht irgendwie was reingeschmissen hat. Das wäre immer so ganz typisch, immer wenn ich draußen bin. Und entschuldigt, mal 50 mal wieder. Haut's mir gerne mal das PCB rein. Wie ist es denn eigentlich mit dem Durch? Ah, wir drehen durch. Das ist gemäß Anzeige. Ah, jetzt ist er wieder. Was ist denn nochmal? Ah, das ist schon ganz nett. So. Jetzt mal gucken, wenn man LCD anfängt.
Und dann sollte das erstmal passen. Ja, also zu dem Effekt, also... Ah, es ist eine Geschmackssache, finde ich. Vermutlich nicht ganz so intensiv, aber ja. Was ich dann auch interessant finde, die Grafikqualität von dem, das ist ja ganz leicht. Das dezent schwanken, je nachdem, wo man hingeht. Oder verschwindet auch mal komplett. Das ist noch viel schlimmer. Ah, gehen wir gleich mal. Oh, hi. Ich habe mich ja gar nicht gesehen. Okay. Aber schaut euch das mal an. Voll am Rausnebeln hier. Und ich weiß nicht, das sieht irgendwie halt nicht richtig aus. Und das ist ja auch noch schwarzer Nebel an und mit dabei. Ja. Aber das sah jetzt viel cooler aus davon. Und sobald wir aus dem Tunnel draußen sind, will ich euch mal den Übergang von Schnee zu Nicht-Schnee mal kurz zeigen. Da hat man es auch gesagt. Das sah voll komisch aus. Wo bin ich? Ja, so viel zur Qualitätssicherung. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr raus. Cool, wir fangen. Ich muss hier nochmal in die See rein. Oh Mann. Und Tunnelportal verschwindet. Was ist denn wieder da? Ja, was aber das auf ein Highspeed, wie gesagt, da habe ich mir die ganzen Achievements geholt. Beziehungsweise ich muss die letzten holen, in dem was noch übrig ist. Und da habe ich so viel komische Sachen gesehen dabei. Eben fliegende Büsche, fliegende Stromkästen, solche Sachen. Das ist einfach nicht schön. Das machen wir uns hier mal. Cool. Ab hier ins Portal. Schaut's mal. Dezent. Ich weiß nicht. Sieht für mich einfach ein bisschen zu sauber aus. Und teilweise, ich habe zumindest hier was bei der Strecke noch nicht gesehen. Hier mal einen kompletten Unterschied hier drin. Farblich. Naja. Teilweise ist der Schnee mal komplett weg. Zwischenzeitlich, so zwischendrin einfach mal. Das habe ich vor allem bei Southern High Speed gehabt. Immer wieder so eine ICE da. Aber zum Positiven. Die Strecke hier ist recht lang. Man kann hier eigentlich ganz gut fahren. Das Geschwindigkeitsgefühl ist auch ganz gut da. Ist schön. Ganz cool, wenn man hier mit den Brücken halt, wenn man da mit 250 mal so drüber jagt. Das hat schon einen coolen Effekt und hat man eine schöne Aussicht, aber die meiste Zeit ist man dann halt blöd unterwegs. Also, ist irgendwo klar, dass ich die Strecke. So, AFB bis auf maximal. Wir dürfen aber nicht schneller, weil... 10 Kilometer kommt 200. Oder immer noch 200. Okay, machen wir mal die Außenansicht. Ja, okay. Das sieht interessant aus. Schauen wir uns gleich nochmal an, wenn wir draußen sind. Also ich will ja nicht nur das Negative da zeigen, aber ich finde sehr viel Schlechtes da momentan. Also vor allem Bugs technisch. Ich meine, das sind sie jetzt so am Anwerben gewesen, haben noch extra Streams gemacht. Und den Early Access, da jetzt werden sicher eigentlich ein paar Tage da. Aber sie tun ihre Sachen nicht mehr richtig schön finishen. Das ist halt echt schade. Und dann vor allem für den Preis, was ich dann auch noch verlange. Ich hätte gerne die linke Außenkamera. Genau die hier. Das ist alles an, das ist total gut, schau. Naja. Wenigstens können wir hier mal die PC auswählen. Die PC3. Weil die, was war das, München-Augsburg? War ja doch ein bisschen kurz. Ah,
soll die Kameraeinstellung? Das sieht doch halt schon schön. Ist auch schon was. Ich höre mal, Hinstrecke bin ich auch schon ein bisschen gefahren. Ja, mal sehr gut gefallen. Die ist danach, vor allem in der Nacht, recht interessant und challenging. Da habe ich auch schon dezent mal einen Unfall gebaut. Und da ging es mir darum, dass man auf dem Abstellgleis sollte, weil es halt einen Sturm gegeben hat und die Strecke teilweise gesperrt ist. Und dann hat es geheißen, ja, jetzt wieder weiterfahren. Was ich aber nicht geschnallt habe, ist, dass man quasi rücksetzen muss wieder auf die Strecke und dann halt wieder weiterfährt. Ich bin halt gerade weitergefahren. Und im Dunkeln habe ich dann den Pellburg nicht gesehen. Bin ich vielleicht dezent zu schnell drauf gefahren und hab mal virtuell neue Gleise verlegt. Hat Spaß gemacht. Ich kann euch das nochmal empfehlen, dass ihr mal von der Strecke euch mal einen Guide holt mit den ganzen Collectibles. Ihr sucht selber. Und geht mal dann die Strecke ab. Das sieht man ganz am besten, wie das halt, ob das jetzt mit Liebe gebaut worden ist oder halt nicht. Training Center hat noch einen sehr interessanten Bug, dass du teilweise bei den Straßen nicht mehr raufkommst. Du musst dann ein bisschen rumtricksen. Das fand ich schon ein bisschen hart. So, wie weit haben wir es denn noch? Über 60 Kilometer nach Fulda. Steig 4. Aber hier drin, Lichteffekt, wenn man aufs Fernlicht geht. Nur ganz nett. Ich bin tatsächlich mal ein bisschen mehr hier drin. Und was ich mir vielleicht noch wünschen würde, ist dieser Blendeffekt, wenn man in den Tunnel reinfahrt, beziehungsweise bei der Blindheit und dann der Blendeffekt, wenn man rausfahrt, würde ich gerne abschalten. Aber ist eine nette Edition. Aber ja, für das braucht es halt ein neues Spiel. Also, Train Sim World 3. Ich werde, glaube ich, keine großen Freunde werden. Ja, aber wenigstens haben wir das dynamische Wetter auch bei den alten Strecken. Also es wird zumindest angezeigt. Ich bin jetzt noch ein paar alte Strecken gefahren und habe es dann effektiv mal ausprobiert. Das heißt, mal auf den neuen unterwegs gewesen. Ah, und Liverpool Lime Street, die muss jetzt auch nochmal fahren, weil die haben sie ja explizit angepasst auf das neue System. Wahrscheinlich, wie das dann da ist. Was ist los mit der ICE? Das ist gerade nur so klar abzublenden. Das war jetzt gerade ein bisschen schräg. Ja, hier ist noch ein anderes Licht hier drin. Hast du da oben keine Beleuchtung? Okay, interessant. Das Fenster kann ich bei der Fahrt auch machen, oder? Ja, da wird es ein bisschen frisch hier drin. Oh, da wird aber jetzt das Fenster. Schade, dass man halt nicht während der Fahrt mit dem Passagier an sich gehen kann. Das ist jetzt schon eine coole Sache für TS Classic, dass du als Passagier da mit deinem eigenen Zug mitfahren kannst. Auch wenn es gerne eine Katastrophe endet, zumindest bei mir. Was ich nicht mehr. Aber das ist ein schönes Feature. Ja, also von mir aus, es gibt keine Kaufempfehlung für PCM World 3. Also wenn dann, wenn es mal ein super Sale hat, das Ding irgendwie minus 50% ist, dann könnt ihr euch mal überlegen, das zu holen. Aber ansonsten, es ist halt das gleiche Spiel mit ein paar neuen Wettereffekten. Ja. Oder man sieht es einfach anders. Weil man kauft sich kein neues Spiel, sondern man kauft sich zwei neue Strecken. Oder je nachdem, wie man halt
Die andere Strecke noch nicht, die hört mit dazu für einen saftigen Preis. Aber es ist kein neues Spiel. Ich dachte eigentlich, ich hätte das ein blöder Marker mal ausgestellt gehabt. Gehen wir mal kurz in die Einstellungen. Ich hätte den Marker gern weg. Motion Blur, glaube ich, werde ich dann auch wieder bei ausmachen. Fahren gerade Sichtbarkeit. Wo war denn das? Foot und Game Display. Ich glaube, Zielmarkierung war das. Das kann man eigentlich auch ausmachen. Ja, ein bisschen besser hier. ...13,45 soll man daraus sein. Ich glaube, das können wir schaffen. Ich meine, so ist es ja mit ICE ja ziemlich schwierig zu fahren. Weil das ist quasi jetzt Vollautomatik. Ich bin jetzt eigentlich nur da und im Zug. Ich könnte natürlich AFB rausnehmen. Muss ich jetzt selber gucken. Das hat doch Chris gemacht. Also Chris war jetzt ein paar Tage bei mir. Und er hat damit im ICE schon mal gefahren. Er ist ja jemand, der fährt ohne AFB. Aber das macht er gut. Ist heute auch ein gelernter Lokführer. Kann ich den Update jetzt wieder ausmachen? Shift L? Ja, Tatsache. Shift L. Fand ich jetzt interessant, dass man jetzt nichts von dem ICE gehört hat. Also irgendwie so ein Effekt wäre eigentlich schon schön gewesen, dass er vorbeigefahren ist. Ich kann nicht darauf achten, dass man beim allerersten ICE, der uns begegnet ist, auch nichts gehört. Ich glaube, ich muss mir das dann im Edit nochmal angucken. So, ich würde mal sagen, an der Stelle mache ich mal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns bei der Einfahrt in Fulda, weil ich das sauber gemacht habe, und dann schauen wir uns noch das Trainingscenter an. Ja, bis gleich. Ich hoffe, ich mache mal keinen Unfall. Wenn doch, dann werde ich es aufnehmen und euch zeigen. Also, bis gleich. So, liebe Leute, wir haben jetzt noch 30 Kilometer bis Fulda und in den nächsten Minuten sollten wir sollte man dann da sein? Ich war im richtigen Moment die Aufnahme wieder gemacht. Boah, bis jetzt eigentlich reibungslos, ist nicht sehr viel passiert. Ein paar Zugbegegnungen noch. Also Begegnungen im Sinne von vorbeigefahren. Aber ja, sehr viel Tunnel. Jetzt schaut, dass man nach wie vor im Szenarioplaner halt keine Spezialsachen machen kann, wie Gleiswechsel dort über oder Tank da an mit hin und her rangieren. Man kann es halt wirklich nur sagen, von A nach B fahren und dann halt noch die KI irgendwie drauf. Schade. Wäre doch cool, dass wir das da irgendwie mal ein bisschen einführen könnten. Eigentlich so wie in TS Classic. Aber so overall, also auch mit TSW2, TS Classic bleibt noch nach wie vor mein Favorit. Das sind viel die geileren Strecken und das größere Rollmaterial und das viel mehr Freiheit, was den Editor betrifft. Das ist halt leider nach wie vor ungeschlagen. Ich bin mal, ich glaube im, also im Polnischen, glaube ich, sind das, kommt ja demnächst mal dieser neue Zugsimulator. Auf den bin ich aber gespannt. Da gibt es dann bei dem auch noch Multiplayer und da kannst du dann Stellberg spielen. Es wird mich halt schon reizen. Und, ich muss mal schauen, ob ich das noch finde. Von einem englischen Modder kommt dann noch ein britischer Stellwerk-Simulator, und zwar einer von den ganz alten noch. Und da bist du quasi auf deinem Güterjahr und musst dann halt schauen, dass hier der Betrieb funktioniert. Und auch die Kommunikation dann mit den anderen Stellwerken. Aber wenn das mal draußen ist, als spielbare Demo oder so, dann hole ich mir das mal.
So, 100 in 5 Kilometern. So, kurz vor der Einfahrt. 6,1 Kilometer Fulda. 1 Kilometer vor vom Bahnhof. Die einzige Angst, die ich jetzt habe, das ist... Moment, wenn ich mich von der LCB befreie, dass ich das auch richtig mache. Jetzt muss ich bei München in Augsburg schon mal wieder mal eine reingeschmissen. Immer wieder nett. Und jetzt wird gebremst. War eine angenehme Fahrt. Aber wenn man das wirklich viel gemacht hat, würde ich es echt mal machen, dass ich ohne ASB fahre. Nein, aber fein, sind wir in Fulda angekommen. Zugbeeinflussung. So, komm, gehen wir ein bisschen weiter runter. Jetzt knallt's gleich. Zugbeeinflussung. Das ist der 500 Hertz Magnet. Zugbeeinflussung. Ah, wir kommen da schon ein bisschen weiter nach vorne. Zugbeeinflussung. Was noch ganz cool ist, Zugbeeinflussung. War jetzt echt eine reinknallt. Anna, LZB ist das, wenn mich da noch schön runterbremst. So, bremsen bitte. Aktiv. Zödele, machen wir die Tür auf. Cool, pünktlich, relativ mit 20 Sekunden Verspätung. Alles klar, ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal kurz ins Selling Center, schauen uns das noch an. Und dann machen wir mal, jetzt sind wir nicht mehr in der Episode, aber generell mal die... Komplett die Fahrt auf der Strecke. Eventuell Sherman Hill, das wird mich mal reizen. Dauert halt ewig. Gut, also, ein kleiner Schritt für euch. Ja, okay, liebe Leute, da wären wir jetzt im Training Center. Und das ist eigentlich das gleiche, was wir in TS Classic schon hatten. Und da machst du halt deine ganzen Tutorials. Also hier ist das Streckenlayout, wie man es ja nochmal gesehen hat. Und... Ja, hier sind jetzt vor allem die neuen Sachen mit dabei von der neuen Strecken und entsprechende Fahrzeuge. Die Fahrzeuge von den alten Strecken sind hier nicht drauf. Und entsprechend auch die Tutorials von den alten Strecken aus Trails in World 2 sind nach wie vor auf deren Strecken.
und nicht hier. Das ist jetzt hier nur für das Neue. Ich bin gespannt in Zukunft, wenn weitere Add-ons für TSW 3 rauskommen, ob die Tutorials dann auch sauber hier drin sind und dass auch die neuen Fahrzeuge hier drin dann sind. Oder ob das dann hier wie vergessen wird, wie es damals auch schon bei PS Classic passiert ist. Bei mir das ist das coole Training Center Ding. Kann man reingehen und sich das angucken, aber man kann hier nicht wirklich was machen. Man kann hier halt nur die ganzen Tafeln da sammeln. Also die Dinger da und platzieren. Ich glaube 20 sind es, die habe ich hier schon überall gemacht. Und bin halt hier einmal rumgelaufen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt zuerst was Interessantes gesehen. Würde ich mal kurz anschauen. Das sah irgendwie so aus, als wäre da ein ICE in Rot. Auf vorne. Hat er da jetzt aus dem Creators Club einfach mal so Liveries reingeholt? Was ist denn du für eine Lackierung? Oh. Okay. Es sieht aber gar nicht immer so schlecht aus. Gut, das sieht schlecht aus, aber da kann Train Sim World 3 nichts dafür. Das ist ein Livery aus dem Creators Club. Okay, cool, dass er das noch hier mit reinlädt. Ja, es gibt dann halt, das ist übrigens die Strecke, wo die Züge normalerweise so reinkommen würden. Und da kann man leider nicht weiterfahren. Da vorne sind dann zwei Weichen, die einen automatisch zum Entgleisen bringen. Aber hier hat es dann überall diese Straßen da. Und bei denen ist es teilweise so, dass du nicht mehr wieder raufkommst. Ich werde jetzt mal schnell zu einem kleinen Aussichtspunkt da oben hingehen. Und da zeige ich euch mal was Spezielles. Also, kleiner Schnitt. So, da bin ich jetzt auch schon wieder. Ich bin gerade auf dem Weg zu dem Aussichtspunkt. Und da geht man einfach hier der Straße entlang. Da hat es dann hier diesen kleinen Kreisverkehr. Aber hier, das da. Das sieht echt unschön aus. Also, da haben sie halt nicht mit Liebe da an dem Ganzen gearbeitet, sondern halt einfach schnell gemacht. Und hat den Bereich halt schön gemacht, den man halt nicht mehr so mit dem Zug sehen würde. Aber so wie du dann halt abseits gehst, ist halt ein bisschen lieblos mit den Details. Aber ja, wir gehen jetzt so weiter nach vorne. Da vorne hat es dann auch jedenfalls noch so eine Karte, die man platzieren soll. Also habe ich schon gemacht, aber ich muss einfach da den Weg gehen. Und wenn ihr noch weiter Spannendes seht, zeige ich es euch, bis wir da beim Aussichtspunkt sind. So, da wären wir jetzt bei dem Aussichtspunkt hier oben. Beziehungsweise wir müssen noch ein bisschen was gehen. Aber hier weiß ich gerade von einem Bug, den ich euch gerade mal zeigen kann. Und zwar da unten. Seht ihr das? Da schwebt der Busch einfach rum. Klar, wenn du jetzt hier ganz normal entlangfahren bist, wirst du vermutlich eh nicht sehen. Aber wenn du halt hier die ganzen Collectibles machen willst, dann siehst du sowas. Das ist nur einer von mehreren. Aber hier, ja, ist die Aussichtsstelle. Und da vorne hat es dann irgendwo die Tafel. Ah ja, genau hier. Also wenn ihr das sucht, das ist dann hier oben. Ich zeige euch das mal auf der Karte. Hier oben. Also ihr müsst da wirklich effektiv hier in die Sachen auch reingehen, dass ihr die Sachen findet. Und da vorne, das muss ich sagen, das sieht echt schön aus, hat halt den See. Und da hat es auch eine kleine Aussichtsstelle dabei. Da unten hat es dann die zweite Karte, die man platzieren kann. Aber den See, den fand ich eigentlich ganz cool, wie sie den da gemacht haben. Also, das sieht dann wiederum gut aus. Also sie haben es nicht ganz so langweilig gemacht, die Strecke. Man kann hier aber auch nicht weitergehen. Da hat es eine unsichtbare Wand hier. Warum machst du hier in die unsichtbare Wand rein? Ich will auch da nur runterlaufen. Ah ja, okay. Ja, das ist erstmal Train Sim World 3. Ich glaube, bei Sherman Hill werde ich mir einmal alle Collectibles holen, also alle Aktivitäten mal machen und werde das mal aufnehmen. Weil wenn ich dann was Interessantes sehe, dann kann ich es dann im Schnitt euch mal zeigen, bei der Karte. Aber das mache ich da eigenes Video so. So viel zur Polishing vom Spiel, ne? Ja. Ganz feste Freude. Laftale Games. Für Vollpreistitel würde ich solche Sachen einfach nicht zur Massenhalt hier sehen. Das ist nicht cool. Echt nicht cool. Wie ist es bei euch? Habt ihr auch dezente Bugs, die ihr seht, die euch nerven?
oder generell euer Feedback, schreibt das auch mal in die Kommentare oder auf unseren Discord-Server. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, das war's erstmal. Genießt noch den schönen Ausblick. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.